Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Baumgettel und heute möchte ich mit euch das zweite Tutorial starten zu MIDI Designer. Heute bin ich im Gegensatz zum letzten Video mit meinem Keyboard verbunden, da kommen wir gleich noch zu. Und ich möchte euch, nachdem wir uns ja letztes Mal so eine Übersicht verschafft haben über die Bereiche vom MIDI Designer, doch ein bisschen mehr in die Menüs einführen. Seid mir nicht böse, alles weiß ich auch nicht, es ist ja alles auch auf Englisch gehalten, aber da, wo ich was zu sagen kann, werde ich mich jetzt zu äußern. Ja, erstmal gehen wir in den Play-Bereich. Dort haben wir wieder unsere Übersicht. So, hier oben unter More gehe ich nun auf Config und ihr seht da, dass ich per Wi-Fi mit meinem Tyros 5 verbunden bin. Da sind wir auch schon direkt im Konfigurationsmenü. Unten links seht ihr die Connections. Also die Verbindungen und ihr könnt euch über den MIDI Designer wirklich über viele Art verbinden, über WLAN, über Bluetooth, über ein virtuelles MIDI im MIDI Designer selber, ja, über Hardware, über USB, das ist gar kein Problem. Also die Anschlussmöglichkeiten sind da ziemlich offen und wie ihr das genau verbindet, denke ich mal, das müsst ihr je nachdem, was ihr für eine Verbindung habt, dann auch hier einstellen können. Da sehe ich nicht so ein Problem. Ihr seht, bei mir kann ich oben den Haken wegnehmen, dann bin ich nicht mehr verbunden. Er hat also direkt meinen Tyros 5 von Yamaha erkannt. Ich klicke kurz drauf, beziehungsweise tippe kurz drauf und schon bin ich verbunden. Ja, gehen wir mal weiter. In der Config gibt es dann noch MIDI-Actions. Ja, ich kann euch da nur sagen, soweit ich weiß, könnt ihr wohl verschiedene Regler auf die Aktion A und B legen. Ja? Und dafür gibt es diese A-B-Geschichte, um von einem Fader von A auf B und von B auf A zu wechseln. Wenn ihr zum Beispiel den MIDI Designer benutzen wollt, um Audio in der Lautstärke zu regeln, das so ein bisschen als DJ einsetzen wollt, könnt ihr dann diese Funktion hier auch noch benutzen. Ja, wozu kann ich euch noch was sagen? Stay alive im Background, mit Sicherheit, auch wenn die App geschlossen ist, dass er weiterhin oder die App im Hintergrund läuft, dass er weiterhin aktiv bleibt. Schauen wir mal unten, Global Presets. Ja, das ist für diese, ich zeige es mal kurz. Da geht es um diese Presets hier unten. Jetzt seht ihr da Michael und Bose. Und darunter ist einer jetzt unbenannt. Preset 4, 5, 6, 7 kann man jetzt nur ausgegraut sehen. So, und wenn wir jetzt wieder in die Config gehen, können wir also hier die Presets editieren, Namen ändern, die Presets jemandem mailen, die Presets hochladen und Presets send all. Kann ich jetzt nicht so sagen, ob jetzt alle Presets auf einmal gesendet werden. Sorry, da bin ich im Moment überfragt. Ja, gehen wir weiter zu den Actions. Ihr könnt ein Layout hochladen, ihr könnt ein Layout nach einem Layout suchen, browsen. Ihr könnt ein neues Layout erstellen, klar. Das ist, also hier geht es alles um eure Arbeit, die ihr mit dem MIDI Designer verbracht habt und was ihr mit dem Layout machen könnt. Mein Layout habe ich hochgeladen in das Forum von MIDI Designer. Es ist etwas komisch gelöst, aber okay, unter Question, also ihr müsst da praktisch eine Frage stellen, bekommt dann einen Code zugeschickt und erst wenn ihr diesen Code habt, das heißt, ihr müsst also im Forum registriert sein, müsst diese Frage gestellt haben und erhaltet dann einen Code, das ist aber auch nochmal erklärt im Forum und mit dem Code könnt ihr dann das Layout auch hochladen und jeder andere, denke ich mal, kann es sich dann herunterladen. Ihr könnt es mailen. Auch das mache ich immer sehr gerne. Manchen Leuten, wo ich weiß, die haben den MIDI Designer, habe ich auch mein Layout schon gemailt. Klar, ihr könnt es speichern, ihr könnt es löschen. Ja, das ist also hier nochmal zum Layout selber. Image Manager, das ist der Manager für die Bilder. Hier kann man also, ich klicke mal gerade drauf. Ja, genau, da kann man halt Bilder hochladen, die man dann als Hintergrund benutzen kann. Das sehen wir nachher in einem anderen Menü noch. Aber hier könnt ihr eure eigenen Bilder halt hinzufügen. Ja, Show Tutorial ist selbsterklärend. Damit wird das Tutorial nochmal abgespielt. E-Mail Us, wenn ihr eine Frage an den Hersteller habt. Ihr könnt euch für ein Newsletter eintragen. Ja, denkt, das ist soweit okay.
So, dann gibt es noch Advanced Use Only, Fixed Co und Layout. Ihr könnt es damit festlegen, dass es nicht mehr verändert werden kann. Ihr könnt die Bänke 2, 4, 6 zu 5, 6, 7 verschieben. Das hängt ja damit zusammen, dass wir hier im Grunde zwei halbe Layouts haben. So kann man sich das nochmal aufteilen, dass auf der rechten Seite die ungeraden sind, auf der linken Seite die geraden Bänke. Oder wenn ihr jetzt eine Bank erstellt habt von 1 bis 8, könnt ihr dann sagen, okay, die 5, 6, 7 möchte ich gerne auf der rechten Seite haben. Ja, ja, und dann nochmal die Sache mit den Pedalboards. Ihr könnt hier ein Bluetooth-Pedal anschließen. Ich glaube, es geht auch eine andere Verbindung und könnt dann hier auch eure Pedale zuweisen. Ja, kommen wir weiter zu den Options aus dem Konfigurationsmenü. So Slider Overlays ist es so, das können wir ruhig mal machen. Ich versuche es mal gerade. Ich habe es jetzt aktiviert. Hier, Moment. Da, hier ist es. Ja, wenn ihr jetzt einen Slider bewegt, seht ihr, dass da drüber nochmal so ein Overlay ist. Ich verschiebe es mal nach hier. Ja, und das könnt ihr halt ab und an schalten. Ich schalte es immer gerne ab. Ich meine, es wäre auch sogar standardmäßig eingeschaltet. Weil mir reicht, wenn ich diese Bewegung von diesem Slider sehe. Ja, gehen wir wieder ins Konfigurationsmenü. Ja, genauso ist es bei den Knobs. Show Knobs Overlay brauche ich jetzt nicht zu sagen. Dort könnt ihr auch aus den zwei Hälften, on Big Page, eine große Seite machen. Ja, ein Knopfdruck und ihr werdet dann nochmal gewarnt, dass jetzt eure Hälften natürlich dann nicht mehr möglich sind. Ja. High Precision Sliders habe ich hier gar nicht aktiviert, sehe ich. Sollte man eigentlich aber. Ich mache es jetzt mal. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr einen Slider habt, könnt ihr den ja hoch und runter bewegen. Ihr könnt aber jetzt auch den Finger nach rechts bewegen und dann hoch und runter machen. Und ihr seht, dann geht das in viel kleineren Schritten. Ja, ich bewege jetzt meinen Finger. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann nachher im Video. Ich habe meinen Finger jetzt horizontal nach rechts bewegt, fast bis zum Rand. Und je größer ich welche Bewegung mache, das sind aber nur kleine Schritte in dem Slider. Jetzt komme ich wieder näher und dann werden auch die Bewegungen wieder. Das ist eigentlich interessant und sollte man eigentlich auch lassen. Seht ihr, habe ich selber nicht gesehen. Nein, Exit Design Mode, bin aus Versehen auf den Design Mode gekommen. Ja, Super Controls and Own Values kann ich im Moment noch nicht so sehr zu sagen. Mit den Super Controls habe ich mich nur gering beschäftigt, wenn ich sie benutzt habe, um andere Regler damit zu regeln. Hier steht aber noch was, dass sie die eigenen Werte senden. Ja, okay, kommen wir hier später nochmal zu. Ne? No Welcome Screen, damit könnt ihr sagen, dass ihr, wenn ihr den MIDI Designer startet, einfach sofort in euer Layout kommt und nicht erst noch diesen Screen vorher habt. iPad should not sleep solltet ihr aktiviert lassen, damit euer iPad nicht in den Ruhemodus geht. Gehen wir mal weiter runter. Design Mode Option. Smart Making for Make Similar heißt einfach nur, wenn ihr einen Button mit Make Similar verdoppelt, dann wird der Name direkt entsprechend dem ersten Button angepasst. Das heißt, wenn ihr den ersten Volume genannt habt, dann wird der zweite wahrscheinlich Volume 2 heißen und der nächste Volume 3, sodass das von dem Namen her angepasst wird. Snap to Grid ist noch sehr wichtig. Damit könnt ihr nachher, wenn wir im Design-Modus sind, sagen, er soll an das Raster anpassen oder er soll eure Regler ganz frei, wie ihr das gerne hättet, positionieren und er wird nicht irgendwie an das Gitter, was im Hintergrund ist, das seht ihr gleich noch, ja, dass er da einschnappen soll. Ja, Global Display Version sagt mir im Moment nichts. Design Mode locked. Ja, kann man machen. Klicken wir mal drauf. Jetzt dürfte der Design Mode einfach nicht mehr einfach so zu erreichen sein. Ihr seht, jetzt ist es ausgegraut. Erst in der Config, wenn ihr wieder drauf klickt, Design Mode unlocked, ist der Design Mode wieder möglich. Ja, das war jetzt kein Thema. Ja, nächster Abschnitt Pedalboards habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, weil ich selber kein Pedalboard habt. Aber ihr seht da rechts und links und so weiter, da kann man halt das Pedalboard einstellen. Und ganz am Schluss des Config-Menüs habt ihr dann nochmal die Credits, das heißt den Autor und so weiter, wer das verfasst hat. Ja, soweit dann zum Konfigurationsmenü. Ja, was ich jetzt mache, ich wechsle jetzt mal die Bank auf die Bank Nummer 6, damit wir was Leeres haben. Und wir wechseln jetzt mal in den Design-Modus. Ja, hier ist eigentlich, wenn man so will, das letzte Menü, was sein kann. Ich gehe jetzt mal frei auf die Fläche. Ihr seht, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, ihr könnt hier einen Button, einen Knob, einen Slider, einen Picker, einen Crossfader, ein Y-Pad.
ein Label, also nur eine Bezeichnung, wie sagt man, eine Beschriftung, genau, eine Beschriftung könnt ihr einsetzen. Das ist sehr interessant, wenn ihr die Beschriftung vom Knopf selber wegsetzt und zum Beispiel darüber gerne haben wollt, Volume oder so etwas, habe ich auch in meinem Layout so gemacht, dass ich die Labels separat hatte, um das nicht einfach in dem Knopf selber drin zu haben. Multiline-Label ist genau dasselbe wie ein Label, nur dass er über mehrere, wie sagt man, Zeilen geht, genau, mit Zeilenwechsel, ne, dass ihr also jetzt, wenn ihr längere Beschreibung habt, das könnte dann auch mehrzeilig sein. Shape, Panel und Image Panel. Ja, Image dann halt mit Bild, ganz klar. Ja, ich erstelle jetzt einfach mal nochmal einen Button. Da ist er. Dann seht ihr, könnt ihr den verschieben. Er schnappt ein. Ja, er schnappt hier in dem Grid ein. Ich gehe mal kurz auf die Config und sage dort Snap to Grid. Oder er schnappt jetzt nicht ein, sorry. So, jetzt schnappt er definitiv ein. Und das ändere ich jetzt wieder raus. Config, nicht einschnappen. Jetzt ist er frei zu verschieben auf dem Feld. Ja, wenn ihr dann doppelt draufklickt, kommt ihr zu diesem Menü, was ich mit euch heute noch einfach durchgehen möchte. Hier gibt es auch etwas. Wenn ihr oben auf dieses rote Lämpchen klickt, könnt ihr das Ganze verschieben. Ist das praktisch freigegeben. Ja, und ihr habt da oben links Label. Also die erste Seite Properties hier unten, ich schalte mal um. Properties, seht ihr, sind so die, das auch das Aussehen von dem Button. Ja, da ist sehr viel mit dem Button selber, der Name von dem Button. Der Subtyp ist noch wichtig, ja, hatte ich letztes Mal schon gesagt. Es gibt also Momentary, heißt, ich tippe auf den Button drauf und der bewirkt etwas. Toggle heißt, er schaltet zwischen zwei Werten um. Bit Changer, er wechselt nur ein Bit. Zum Beispiel in einer SysX könnte er nur ein Bit davon wechseln von der SysX, aber da kommen wir später noch zu. Es ist soll ein Drumpad-Button sein, dann hat er auch nochmal besondere Eigenschaften, Page Up, Page Down. Damit sind nochmal einige Eigenschaften, also oft würde ich nicht nehmen, dann wäre es einfach nur ein toter Button, momentary. Ja, ja, dann gibt es noch die Display-Optionen. Ja, da seht ihr noch ein bisschen Formen. Ich mache jetzt mal rund. Hatte ich auch letztes Mal schon erklärt. Also da geht es mehr um die Formen. Ja, die Größe, die könnt ihr ja bestimmen, indem ihr hier auf diese Ecken geht. Ihr könnt aber auch hier nochmal bestimmen und hat auch dann einen festgelegten Wert. Hier könnt ihr nochmal einige Voreinstellungen ausprobieren von der Größe. Wichtig ist die LED-Color. Das ist sehr schön gelöst, auch seit einem Update erst. Wenn ihr da einmal eine Farbe eingestellt habt, dann wird diese Farbe, ich gucke mal gerade, wenn ich jetzt das Ganze verlasse, ja genau, dann seht ihr, ab jetzt habt ihr eine Taste darunter, die Tap for Last LED Color heißt und ihr könnt auch in anderen Buttons genau dieselbe Farbe, die hier den Farbwert 134 besitzt, benutzen. Ja, Labelgröße, ich mache weiter runter, Autosize entfernen, dann kann man hier, seht ihr, kann man nur die Beschriftung festsetzen, Super Size, besonders groß, Multiline, dafür ist jetzt zu wenig Text vorhanden. Ja, mit den Metadaten kann ich im Moment noch nichts anfangen. Vielleicht weiß der eine oder andere was davon, von euch ja dazu zu schreiben oder zu sagen, dann setzt es einfach unter das Video. Wir gehen jetzt in den MIDI-Bereich. Dort ist eigentlich das Wichtigste der Message Type. Was soll überhaupt ans Keyboard gesendet werden? Control Change, Note on Off, NRPN, Bank Program Change, Bank Select, Pitch Bend, SysX, das kann man hier festlegen. Ja. Wenn ihr dann SysX habt, braucht ihr oben nur aufs Feld SysX zu klicken. Ihr seht, es kommt automatisch die Tastatur und das ist nochmal eine wichtige Sache. Da wollte ich euch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar, wenn man jetzt eine SysX eingibt, da oben steht schon beschrieben, man braucht die F0, also den Anfang der SysX und das Ende F7 nicht einzugeben, sondern nur die Bitwerte oder Bytewerte dazwischen. Ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel. So, und dann gibt es in der SysX Möglichkeiten,
sie variabel zu gestalten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine SysX hättet, für die Registrierungen umzuschalten, kann man die ja, ist es immer dieselbe SysX, aber nur ein Wert ändert sich, und zwar von 00 bis 07. Dafür setzt man dann das V. Das kann man dann dem Button sagen, welche Nummer es ist, und er würde dann da entsprechend, zum Beispiel bei einem Knopf, den man drehen kann, könntet ihr dann von 1 bis 7 diesen V-Wert bestimmen. Ja, und ja, bei manchen gibt es auch eine Kanalangabe, das ist der L-Wert, den könnte man auch dann separat schicken und durch den Button bestimmen, an welchen Kanal soll das gehen. Dafür sind diese Variablen, sage ich mal, V und L, das ist noch wichtig, ja. So, wir verlassen das Ganze jetzt. Gut. Ja, hier sind dann wichtige Sachen noch. Ich gehe mal in einen anderen Bereich. MIDI on-off. Ja, hier sind zum Beispiel Werte, wenn man jetzt einen Regler hat, von wo bis wo soll dieser überhaupt gehen? Geht er von 0 bis 127? Oder wollt ihr euch sogar umsetzen von 0 bis 100, damit ihr Dezimalwerte habt? Das kann man damit auch noch etwas ändern. Genau wie die Default Value, also die Default Value, also der vorgehalten oder der Wert, der dann aufgerufen wird, ich zeige euch das mal, wenn ihr einen Button dreimal anklickt, 1, 2, 3, dann sendet er seinen Value-Wert, seinen Default-Value-Wert. Und den könnt ihr da einstellen. Ja, das wäre bei mir zum Beispiel oft die 64, weil das die Mitte von 0 bis 127 ist, um zum Beispiel einen Pan-Pen-Befehl in der Mitte zu haben, wenn ich dreimal klicke, dass es dann wieder in der mittig ist vom Stereo-Bild her. Ich gehe jetzt nochmal in den Design-Mode, rufe das nochmal auf. Ja, MIDI Receive ist ganz klar, ob er überhaupt MIDI empfangen soll. Ich glaube, das letzte Mal habe ich euch das schon mal gezeigt. Ich zeige das jetzt nochmal mit Verbindung. Ich gehe jetzt nochmal hier auf SysX. So. Und sage Learn. Jetzt ist so, der MIDI-Befehl oder der SysX-Befehl, der jetzt als nächstes empfangen wird, der wird übernommen. Ich drücke jetzt mal an meinem Tyros einen Wert. Schau mal, ja genau, da seht ihr was. Da wurde was empfangen. Und so einfach könnt ihr auch Tasten programmieren. Das heißt, ihr drückt einfach die Taste an eurem Gerät. Der wird dann durch Learn übernommen. Wenn es das Richtige war, wenn es der richtige Befehl habt, habt ihr ihn so schon direkt eingesetzt. Ich werde das jetzt mal wieder löschen. Je nach Wert bei SysX seht ihr da unten Checksum. Roland-Benutzer zum Beispiel, die wollen zu dem SysX-Wert noch einen Checksummenwert haben, den könnt ihr da eintragen. Und ihr seht auch Bytes in Value, wenn ihr zum Beispiel eine 2-Byte-Variable habt, könnt ihr hier auf die Plus-Taste tippen, das ist jetzt leider, weil keine SysX ist eingetragen, ist auf 0, könnt ihr sagen, die Value hat aber einen Wert von 2 Bytes oder 3 oder 4 Bytes sogar. Und dann noch, je nachdem, was ihr für Geräte habt, gibt es sogar die Möglichkeit LSB First. Dann wird das letzte Byte als erstes Byte behandelt. Das müsst ihr aber dann je nachdem sehen, was ihr für Geräte habt in den Einstellungen. Das ist dann etwas individuell. Ja, ja, dann gibt es noch die Möglichkeit No-Touch im Play-Mode. Der Button ist im Play-Modus nicht benutzt, kann nicht durch Drücken benutzt werden. Das braucht man zum Beispiel, wenn ihr einen Button habt, der einfach nur was anzeigen soll, einen Zustand von eurem Gerät. Das Ganze ist ja bidirektional, also euer Gerät sendet auch und er empfängt auch, MIDI Designer empfängt es auch und kann euch einfach nur anzeigen, welcher Zustand ist zum Beispiel gerade. Ne? Wenn das Gerät entsprechend senden kann. Ja, Use Vintage Throttle kann ich euch jetzt nichts zu sagen, oder? Moment, ich probiere es mal gerade. Nein, nach älterer Art die Regelung benutzen. Sagt mir jetzt leider nichts. Ja, dann gibt es noch einen Test, Send-Test. Wenn ihr dann eine SysX oder einen Befehl eingegeben habt, dann wird dieser kurz mal gesendet, damit ihr sehen könnt, ob der Befehl auch entsprechend ankommt. Ja, gehen wir nun zu Advanced. Die erweiterten Einstellungen. Oben habe ich schon gesagt, der Accelerometer habe ich im letzten Video schon erklärt, wird bei mir nicht benutzt. Das wäre die Bewegung vom iPad, dass man damit entsprechend steuern kann. Ist also für uns uninteressant. Ja, Reset to Default, das kann man auch noch hier auf Exclude stellen. Dann kann man ihn gar nicht, kann man dieses dreimal tippen gar nicht bei diesem Button benutzen. Dafür ist dann diese Einstellung noch da. Ja,
Und Send On Only heißt, glaube ich, nur, kann ich jetzt nichts Genaues zu sagen, aber ich meine, man kann damit dann nicht mehr tugeln. Man kann also nur sagen, einschalten, aber nicht mehr ausschalten. Auch diese Möglichkeit besteht, ja. Ja, Hide in Play Mode heißt einfach, dass der Button im Play-Modus nicht zu sehen ist. Bring Up Play Mode, das heißt, er wird nach oben gebracht, wenn ihr erst im Play Mode seid, erst dann sichtbar sein. Ja. Jump Back to Page On Off, da kann ich im Moment leider auch nichts zu sagen. Die Display-Version, ich schau mal gerade. Ja, da seht ihr, da kann man noch ein bisschen am Display selber, ich lasse es mal auf der Voreinstellungen, da könnt ihr auch nochmal am Aussehen etwas ändern. Ja. Gehen wir nun weiter zu den Relationships. Da geht es halt auch um diese Super-Control-Geschichte, dass ihr mit einem Button andere Buttons steuern könnt. Auch da wird dann entsprechend eingestellt, was mit den Unter-Buttons und den anderen Buttons passiert. Da kommen wir aber später nochmal genau zu. Das halte ich mir für, wenn es noch mehr in die Tiefe geht, nochmal offen. Ja, zuletzt haben wir zu den Actions. Das ist wichtig. Damit geht es um Aktionen rund um den Button, den ihr erstellt habt. Delete für Löschen, Copy für Kopieren, Make Similar, wenn ihr diesen Button verdoppeln wollt, was ich ja schon mal gesagt habe, der dann auch automatisch einen neuen Namen bekommt. Change Aspect, könnt ihr hier nochmal sagen, die Größenänderung, ja. Ich weiß nicht, ob das parallel zu den Property ist, da hatten wir das Ganze ja schon mal, Change Aspect. Ja, scheint aber so zu sein, komischerweise. Ja, Send to Back, Drag to Swap, Position Sides, all das ist nochmal für die Größe, ja, und so weiter. Ja, ich sag dann jetzt erstmal Tschüss für das zweite Tutorial hier zu MIDI Designer und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Ich hoffe, bald das dritte Tutorial machen zu können, wo wir dann noch weitere Dinge besprechen können. Dankeschön.